Nein, das möchte Okay. Ja gut, also du möchtest den Islam annehmen. Hast du dich ein bisschen mit dem Islam beschäftigt? Weißt du, was das Glaubensbekenntnis zum Beispiel bedeutet? ja, ich habe Videos angeschaut. Halt, ein Freund hat mir Videos geschickt und so. Okay. Habe ich angeschaut. Gut, also du weißt, weißt du, was es ungefähr in deutscher Bedeutung heißt, dieses Glaubensbekenntnis? Eben, das ist das Problem, weil ich habe das meiste. Ich habe schon viel verstanden, aber mit den Gebeten und so, da komme ich nicht ganz mit. Okay, das mit dem Gebet, das ist schon, sage ich mal, eine einfachere Sache, weil das ein Ritual ist oder eine Anbetung, die man jeden Tag verrichtet. Da werden dir deine Geschwister in Österreich oder unsere Geschwister in Österreich, werden dir auch behilflich sein mit der Hilfe Gottes. Und das ist auch eine einfache Sache, weil, wie gesagt, das macht man, verrichtet man jeden Tag des Öfteren. Und deswegen wird das eine leichte Sache. Da brauchst du dir keine Sorgen machen und wir können dir auch etwas Material zukommen lassen, also sprich ein paar Bücher oder Hefte, wo einiges richtig erklärt ist. Und ansonsten kannst du dich wieder an die Geschwister, also an die Muslime dort in Österreich wenden. Aus welcher Stadt bist du, wenn ich fragen darf? Innsbruck. Innsbruck, okay. Und wie alt bist du? 17. 17. So jung noch. Sehr schön, Alhamdulillah. Okay, also das Glaubensbekenntnis. Ich spreche das in arabischer Sprache, inshallah, dann sprichst du mir das nach und dann sprechen wir das in deutscher Sprache nochmal oder in der deutschen Übersetzung nochmal. Das bedeutet ungefähr in der deutschen Übersetzung, ganz grob, damit du das ungefähr weißt, es bedeutet also der erste, es sind zweierlei, der erste Part bedeutet, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, außer Gott, der Al-Alabama, der Barmherzige. Und der zweite Part ist, dass du bezeugst, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Okay, das heißt, der Einzige, den man anbeten darf, jegliche Art von Anbetung ist Allah, der Allmächtige. Und die Anbetungen müssen so verrichtet werden, wie sie der Prophet, der Gesandte Gottes, der Letzte, der Siegel der aller Propheten, Mohammed sallallahu alaihi wasallam, sie verrichtete. Und ja, und das ist eigentlich dann der Islam, also dass du dich an den Koran hältst, das sind die Worte Gottes, und an die Art und Weise, wie der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt hat oder uns den Islam vorgelebt hat, uns die Anbetung vorgezeigt hat oder gezeigt hat. Und wenn du das machst und auf diesem Weg bleibst und auch dann so stirbst, dann bist du inshallah, so Gott will, eine der Paradiesbewohner, eine Paradiesbewohnerin inshallah. Okay, also ich spreche es vor, inshallah, dann sprichst du mir es nach, okay? Und bitte langsam, Okay. weil ich du mich sehr schwer mit dem auch spreche. Ist kein Problem, wir machen das in Ruhe, inshallah. Okay. Okay. Ashhadu. Muss ich nachfragen, ja? Ja, genau. Esh. Ich Okay, ich sag's nochmal, inshallah. Ashhadu. höre. أن لا إلا إله إله إلا إلا الله الله وأشهد أشهد أن إن محمدا محمد رسول أشهد الله Allah. Allah. Okay. Und jetzt in deutscher Übersetzung, ich bezeuge, es gibt niemanden, Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, der mit Recht angebetet wird, außer Allah. außer Allah. Und ich bezeuge, Ich bezeuge, dass Mohammed Mohammed sein Diener und Gesandter ist. sein Diener und seine Gesandten. Alhamdulillah, mashallah. Jetzt sage ich dir herzlichen Glückwunsch, Schwester. Dein Name war bis jetzt, sage ich mal, Lucia, so ich erfahren habe. Und du möchtest inshallah jetzt Hawa heißen, also Eva. Stimmt das? Ja. Mashallah, das ist ein sehr, sehr schöner Name. Und es ist, subhanallah, unsere Urgroßmutter und die erste Frau, die Allah azza wa jalla erschaffen hat, subhanallah. Und das ist die erste Frau, auch die im Paradies war. Und es ist auch gleichzeitig die schönste Frau, die Allah erschaffen hat, mashallah. So, ich wünsche mir und bitte dich, Jani, dass du inshallah darum kämpfst, um deinen Glauben kämpfst,
dass du standhaft bleibst. Ich bitte Allah Azza wa Jal, dir Standhaftigkeit, uns allen Standhaftigkeit zu schenken, sodass wir mit diesem Wort auch am Tage der Auferstehung unserem Herrn gegenüberstehen und dass er uns mit diesem Wort und mit dieser Anbetung, die wir inshallah verrichten, das Paradies gewährt und uns unsere Haut rettet vor der ewigen Strafe. Möge Allah dich festigen und versuche inshallah immer an Sitzungen teilzunehmen, wo du deinen Glauben stärkst, wo man über Allah redet, wo man über die Religion spricht. Ja, versuche inshallah immer mit guten Menschen zusammen zu sein, deine Religion zu lernen und deinen Schöpfer so anzubeten, wie er es gerne, wie es ihm wohlgefällt, ja, so wie es im Koran steht. Und ich wünsche dir inshallah alles Gute und sage zu dir Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay, alles Gute, inshallah, möge Allah dich bewahren und beschützen. Und alles Gute dann, ja? Okay, dann. Okay, bis dann. Tschüss. Okay. Okay, tschüss. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله